Hey Leute, wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch. Wir machen eine Wurfmesser-Challenge. Gemeinsam mit unserer Community, also mit euch. Die Regeln sind ganz einfach. Und wenn ihr da mitmachen wollt, hört kurz zu. Und zwar sucht ihr euch einfach einen toten Baum, der wirklich sehbar tot ist. Und ansonsten werdet ihr disqualifiziert. Dann lauft ihr Schritte ab. Von 10 Metern müsstet ihr videografisch beweisen, um fair zu bleiben. Zeigt dann uns wirklich vor der Kamera, wie viele Schritte ihr gegangen seid. Dann versucht ihr aus diesen 10 Metern mit dem zugesandten Wurfmesser 50 Versuche, das Ziel zu treffen. Ihr sagt jedes Mal laut vorher, welcher Versuch das gerade ist. Der mit den wenigsten Versuchen gewinnt das Ganze. Ihr könnt das dann auch ruhig schneiden, alles kein Problem. Aber sagt vorher den Versuch an, den ihr gerade gemacht habt. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Wir drücken euch da auf jeden Fall die Daumen. Gefährdet keine Menschen und habt viel Spaß. Verdammte Scheiße! Fangen wir erstmal kurz mit den Grundlagen an. Ich meine, die meisten denken wahrscheinlich an so ein schickes Ninja-Wurfmesser. Die sind aber eher für weitere Distanzen sehr, sehr ungeeignet, weil sie halt einfach zu leicht sind. Deswegen haben sich Jonas und ich uns für eine Art Fahrtenmesser entschieden. Hat aber den Vorteil, es ist sehr viel schwerer, lässt sich also auf weite Distanzen wesentlich besser werfen. Es gibt verschiedene Techniken. Die Hammergrifftechnik, das heißt, ihr nehmt es wie ein Hammer in die Hand und lasst es fliegen. Das Messer vollführt richtig geworfen innerhalb von 2 Metern eine vollständige Umdrehung, sodass ihr euch also ausrechnen könnt, wenn ihr es hier vorne loslasst, braucht es 2 Meter, um wieder hier zu sein. Was natürlich ideal wäre bei 10 Metern, denn dann macht das Messer genau 5 Umdrehungen und steckt halt mit der Klinge voran im Holz. Im besten Fall. Wie schwierig das ist, das werdet ihr gleich sehen. Aber genug der Theorie, ich würde sagen, wir gehen jetzt an die Praxis und testen es aus, ob ich innerhalb von 50 Würfen auf eine Entfernung von 10 Metern diesen Baum da drüben auch wirklich treffe. 3 Meter. Ich lasse mich natürlich nicht lumpen und habe mir hier ein Maßband mitgenommen. Man nimmt, was man hat. Geh los. Puh, 10 Meter ist schon ein ordentliches Stück. Versuch Nummer 1. Nummer 2. 3. 4. Nummer 5. Nummer 6, 7, oh, verfluchte Scheiße nochmal, ich soll aufhören mit Rennen, 8, Nummer 9, oh, Leute, schaut mal hier, ich weiß nicht, ob das zählt, er steckt auf jeden Fall im Holz. Nummer 9 im Holz, aber ich weiß nicht, ob mir das gut gefällt. Ich möchte ihn schon gern höher stecken haben. Zur Not Nummer 9 steckt er. Wichtig ist natürlich auch, merkt euch, wie ihr zuletzt geworfen habt. Ich habe es zum Schluss immer am Griff angefasst, denn dort habe ich wesentlich mehr Grip und kann es besser werfen. Ihr habt es gesehen, der 9. Versuch hat unten gesteckt. Eigentlich zählt das, ich bin aber unzufrieden, weil es mir zu tief ist. Ich versuche das jetzt trotzdem noch weiter. Nummer 11. Nummer 12. Die
13. Die 15. Scheiße. 16. 17. Fuck. Es spickt im Boden, aber nicht im Baum. Ich treff den blöden Baum nicht. 18. Ach, leck mich. Ey, das kann nicht wahr sein, ich ziehe rechts daneben. Oh. Ach, leck mich. Kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es kotzt mich an. So langsam leidet das Messer. Die Spitze ist schon nicht mehr wirklich spitz, aber ich schleife das nachher wieder. 31. Das war's jetzt. 33 und 34. Oh. Der klang stumpf. Ja, jetzt sieht man es. Jetzt sieht man es, Freunde. Hier steckt er 33 oder 34. Ich weiß es nicht mehr. Also er steckt wie beim 9. Versuch. Und ich schätze dermaßen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal probiere. Tja Leute, mein Fazit. Puh, es war tüchtig anstrengend. Also ich habe es noch ein paar Mal danach probiert. Ich möchte euch nur einfach ersparen, mich beim Fluchen und bei den anderen zwecklosen Versuchen anzuschauen. Also ich zähle Versuch 9 als akzeptierten Vorschlag. Ja, das könnt ihr mir aber auch sagen, ob ihr das so findet oder nicht. Ich finde, es ist so. Also ich zähle mich da als Nummer 9. Ansonsten die 34 würde ich auch noch akzeptieren als erfolgreichen Vorschlag. Aber die Nummer 9 ist für mich natürlich schöner. Wenn es zum Stechen kommt, dann wiederholen wir das Ganze. Aber mir hat super viel Spaß gemacht. 9 oder 34, entscheidet ihr. Schreibt unten in die Kommentare, was meint ihr dazu. Dem nächsten wünsche ich super viel Spaß, zum einen mit dem Messer, zum anderen mit der Challenge und natürlich dem Gewinner mit dem Gewinn. Leute, ich hatte eine Menge Spaß. Ich hoffe, den habt ihr auch, wenn ihr hier mitmacht. Und Jonas wird euch jetzt noch sagen, was es hier Tolles zu gewinnen gibt. Bleibt dran! Ich habe die Ehre vorzustellen, was wir für Sachen haben, die wir zum Gewinn haben. Und ich dachte mir, ich fahre einfach mal 4,5 Stunden, aus dem Grund, weil alleine vorstellen ist ja langweilig. Hey Erik, was machst du denn da? Einer unserer Sponsoren mit den Bravo. Du hast das A als V geschrieben. Oh Scheiße, das steht bei mir auf dem Kopf. Oh Bravo. Ja, jetzt können wir euch schon mal vorstellen, was wir schon mal haben. Konfa. Wir haben hier jede Menge Sachen. Geilen Stuff. Einmal hier ein richtiges Technical Food von Konfa. Konfa. Den Typ 3, das kriegt ihr gar nicht mehr. Nee, das ist ja wirklich ausverkauft. Aber nicht abgelaufen. Nee, nicht abgelaufen. Ich bin da selber neidisch drauf. Wenn ich das mir so angucke, würde ich das super gerne essen. Jetzt wirklich ohne Witz. Dann haben wir hier von einem Sponsor Smith Chew. Drei verschiedene Messer. Einmal so dieses klassische Überlebensmesser, das übrigens auch ganz gut schneidet. Ich gebe mal Jonas hier die Ehre mit Papier. Boah, ist das scharf! Das kann wirklich gut schneiden. Oh Bravo! Oh Bravo! Ja, dieses Messer ist auf jeden Fall gut für jeden Bushcraft-Starter. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir das originale Wurfmesser, was wir noch neu gekriegt haben. Das ist einfach ein richtiger Panzer. Da habt ihr richtig ein Messer an der Hand. Da wisst ihr, das ist richtig stabil. Das kriegt ihr nicht kaputt. Zum Schluss noch eine gute Kukri in Kleinformat. Einfach was für die Handtasche, für die Berlin-Mitte-U-Bahn, das Überlebensmesser für die Stadt. Nicht 42A-konform, ja. Das hier ist 42A-konform. Und das dürft ihr so nicht mit euch rumführen. Das kleine hier auch, also ja, wisst ihr Bescheid. Jetzt wird der Zukunfts-Jonas euch noch erzählen, was es bei Obramo so gibt. Der Zukunfts-Jonas weiß Bescheid. Obramo.
Einmal haben wir eine Universalhalterung für Pfeffersprays, richtig cool, von Umbramo angefertigt. Und eine Kopflampe. Umbramo. GoPro-Aufnahme, stopp.